habe wieder mal Lust auf was Süßes. Deswegen machen wir jetzt einen italienischen Panna Cotta mit frischen Früchten. Als erstes geben wir mal die Milch und den Zucker und Schlagobers in einen Topferl. Als nächstes nehmen wir die Vanilleschote und streichen die einmal glatt. Dann schneiden wir es der Länge nach auf und kratzen das Mark heraus. Das Vanillemark geben wir dann zur Milch und zum Obers dazu. Das Ganze tun wir gut verrühren und dann aufkochen. Als nächstes geben wir die Gelatineblätter in eiskaltes Wasser und lassen es 2 bis 3 Minuten drin wacken. Von der aufgekochten Milch-Obersmasse tun wir ein bisschen abschöpfen. Wenn die Gelatine schon ein bisschen gatschig ist, geben wir es in die abgeschöpfte Milchmasse. Wir tun jetzt gut umrühren, dass keine Klumpen mehr sind und dass sich die Gelatine komplett auflöst. Die Gelatine geben wir dann wieder zur anderen Masse zurück, dann rühren wir nochmal gut um und lassen es dann abkühlen. In der Zwischenzeit geben wir das übrige Schlagobers in eine Schüssel. Das Schlagobers schlagen wir, bis es schön cremig ist. Es darf nicht zu fest sein. Bevor die Masse mit der Gelatine stockt, geben wir das geschlagene Obers dazu zum Umrühren. Die fertige Masse füllen wir dann in Gläser oder Förmchen. Die gefüllten Förmchen geben wir dann für mehrere Stunden in den Kühlschrank. Gegen den Kühlschrankgeruch decken wir die Förmchen einfach zu. Für den Fruchtspiegel müssen wir uns dann nur mehr entscheiden, was für Obst wir nehmen. Nehmen wir Orangen oder Himbeeren. Egal welches Obst ihr nehmt, als erstes müssen wir es mal schälen. Wer gerne Orangen hat, der schneidet einmal die oberen Stickeln weg. Dann formt man mit einem Löffel und das Fruchtfleisch rein und tut einfach wegdrücken. Die geschnittenen Früchte dann einfach mit dem Mixstab pürieren. Die pürierte Masse tun wir dann mit ein bisschen Zucker abschmecken. Ein bisschen Zitronensaft geben wir auch dazu. Für besondere Aromen kann man dem Ganzen ein bisschen Rum oder Likör dazugeben. Die gekühlte Panna Cotta werden wir dann aus der Form rausstürzen, einfach umdrehen, ein bisschen rütteln und rausstürzen. Vorm Anrichten werden wir mal den Fruchtspiegel am Teller verteilen. Dann setzen wir den Panna Cotta drauf. Besonders fruchtig wird das Ganze dann noch, wenn man das Ganze mit frischen Früchten garniert. Und zum Schluss noch frische Zitronenmelisse oder Pfefferminze. Schaut das nicht lecker aus? Und manchmal sind einfach die einfachsten Sachen die besten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!